Dann halt zum Beinbruch, würde ich sagen. Ach, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Ja? Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir... Was? Okay. Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Aber das ist doch ideal. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin. Außerdem musst du natürlich auf die Bühne. Dudu muss dich sehen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Du hast recht. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? Ich hab Lappenfieber. Okay. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Ich will, dass Priscilla sie spielt. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... Finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Das tut mir ein bisschen leid. Ja. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Ladriza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bullière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Ich will, dass das Stück ein Erfolg wird. Und ich sorge dafür, dass Maxime kommt. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxime. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Gott, ich habe Angst vorm Chaos. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Muss ich denn meinen Text lernen? Ich arbeite dran. Ich muss noch meinen Text lernen. Ganz schön viel zum Auswendiglernen. Für jemanden, der ein Bestiarium und Dutzende alchemistischer Tränke auswendig weiß, sind so ein paar gereimte Zeilen doch ein Klacks. Woher weißt du das, dass ich das alles weiß? Das weiß normalerweise kein Otto-Normal-Schauspieler. So, muss ich denn jetzt noch, vielleicht das Stück jetzt irgendwie... Ach komm, wir stürzen uns rein. Da bist du ja. Und? Ja. Kommt dir der Premiere schon näher? Hellebardenträger Nummer 2 sitzt in der Requisite und heult. Sonst läuft's prima. Und du? Schon bereit? Los geht's, sage ich. Also gut, fangen wir an. Bringen wir es hinter mich. Das sagen alle beim ersten Mal. Und dann kriegt man sie gar nicht mehr runter von der Bühne. Es ist toll, du wirst sehen. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Nein, war ja klar, dass der sich das reinzieht. Meine Damen und Herren! Ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen!
Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxim Bollier. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Yeah. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Oh Gott. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Okay, das kam wohl nicht so gut an. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Hm. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Was? Ich komme anscheinend nicht so gut an. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Oh und Gott. Dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Ja, genau. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete oh Gott, Ränke, was? Auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht.
Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Jawohl, er vertraut. Und das war das Wichtigste. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Yay! Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Was interessiert mich mehr? Eigentlich beides. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Das interessiert ihn doch auch. Sogar sehr, möchte ich vermuten. Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Oh, ob das so gut ist, weiß ich noch nicht. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Ich vermute, dass er da vielleicht seine Finger mit im Spiel hat. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen.
Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand? Außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Ja, wir wissen leider alle, dass das nicht so einfach sein wird. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Okay, cool. Haben wir echt noch Geld dafür gekriegt. So, lasst uns kurz zusammenfassen. Also, wer den Zusammenhang jetzt gerade nicht ganz versteht, es geht tatsächlich um Menge, den Hauptmann der Hexenjäger hier aus der Stadt Novigrad, der jetzt natürlich tot ist, weil wir ihn ja getötet haben, beziehungsweise sein ganzes Lager angezündet haben. Der soll jetzt gedoppelt werden, beziehungsweise gespielt werden von dem Doppler Dudu, den wir ja hier durch das Theaterstück extra angelockt haben. Und der soll für uns jetzt in diese Festung fahren, auf Skellige, in dieser Turmfestung oder wie die jetzt hieß, weiß ich nicht genau. Und soll dort Rittersporn ausfindig machen und den mit Hilfe eines Konvois oder irgendwie so hatte ich das verstanden, dann tatsächlich losschickt, sodass wir ihn abfangen können und uns Bescheid sagen soll, wann dieser Konvoi mit Rittersporn unterwegs ist, um uns die Möglichkeit zu geben, den abzufangen und Rittersporn zu befreien. So, ich hoffe, das stimmt ungefähr. Ist es für den Notfall, falls das ich habe leider hier selber manchmal Probleme, den Zusammenhang zu halten, da ich sehr große Aufnahmepausen teilweise zwischendrin habe. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, aber wir werden es trotzdem zusammen irgendwie meistern. Und ich glaube auch grob war das auch richtig, was ich hier erzählt habe. So, dann würde ich auch sagen, wir speichern hier. Achso, er hat auch gerade selber gespeichert. Habe ich gerade gelesen. Das ist sehr praktisch. Aber dann müssen wir uns mit Soltan treffen am Ort des Hinterhalts. Der bitte wo sein soll. Der wird doch bestimmt nicht in Novigrad sein. Oder vielleicht doch. Okay, der ist dort hinten. Das heißt, ich werde zurückgehen zum Schnellreisepunkt. Nochmal ganz kurz unser Inventar überprüfen. Ah, wir haben noch jede Menge Platz. Das ist schön. Weil ich vermute, dass wir jetzt in einen Teil der Mission kommen, in der wir viel kämpfen müssen und wahrscheinlich auch viel looten können. Und deswegen will ich da ein bisschen Platz auf der Tasche haben. Nun gut, wir gehen erstmal Richtung 7 Katzen.
wo übrigens vermutlich immer noch Lambert steht und darauf wartet, dass wir mit ihm... Ah ne, er ist schon weg. Aber hier Lambert, unser Hexerkollege, der vermutlich darauf wartet, dass wir endlich nach Skellige kommen und dort den Mord seines Freundes aufklären. Aber ich möchte noch nicht nach Skellige, ich möchte erstmal hier den Zusammenhang verfolgen und Plötze? Okay, keine Plötze. Dann eben nicht. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Cut setzen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich oder in einer nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs viele Zuschauen. Ich freue mich jedes Mal. Und wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Und damit begrüße ich euch wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind auf dem Weg zu Soltan, unserem kleinen Zwergenfreund, und werden einen Hinterhalt auf eine Karawane machen, beziehungsweise auf einen, ich vermute, Gefangenentransport, in dem sich Rittersporn befinden soll. Und ja gut, für euch ist das in der letzten Folge alles passiert, für mich ist das jetzt ein wenig her. Aber wir gucken uns das mal an. Ich habe ein bisschen an der Performance vom Spiel geschraubt. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Sollte aber für euch nach wie vor anzugucken sein. Gut, wir gucken mal, was ist Soltan. Huch, war er da schon? Nee. War doch gerade was. Wo war denn da? Was war denn da im Gebüsch? Doch ein Zwerg. Aha. Ein demütiger Diener und der deiner Familie. Aha. Bist du das? Wer bist du denn? Schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Naja, gut. Vielleicht ein Freund von Soltan, man weiß es nicht. So, die paar Meter gehe ich jetzt zu Fuß zu Soltan. Dann wollen wir mal sehen, was der hier gut für uns bereithält. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Ja, das wäre sehr verdächtig. Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei. Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Interessant. Okay, wenn sie möchte, soll sie bleiben. Soll mich mal nicht stören, solange sie sich nicht einmischt. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Nee, mir ist echt nicht danach. Ich mag das nicht. Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Gut. Du kennst die Grundlagen. Das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Ich hoffe, die hört auf uns soweit.
Also gut, dann wollen wir mal loslegen. Hilfe! Rittersporn! Verdammt! Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Ja, das sollte ich wohl tun, aber einen nehme ich mit. Komm, mach da einen weniger. Vorsicht! Da sind noch drei Arschgeschlechter! Oh Gott, das sind echt verdammt viele, sehe ich gerade. So, den machen wir noch und dann hauen wir ab. So. Köpfchen ab. Nein, lass mich in Ruhe, ich muss vorbei. Stopp, so. So, also, Rittersporn folgen. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Huch. Was ist das denn? Achso, ist eine Blume. Ich dachte gerade, was liegt da für ein Knödel? Okay, hier sind keine Spuren und irgendwie zieht unser Freund gerade das Schwert und ich kann jetzt keine Extrasinne benutzen. Hier sind sie durchgeritten. Wo sind sie durchgeritten? Habe ich da gerade was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Doch, hier war doch. Ah ja, hier sind die Spuren. Glaube ich. Na gut, wir folgen denen. Das sind aber ganz schön große Schritte. Ah ja, okay, jetzt tauchen noch mehr Spuren auf. Na gut, für Rittersporn. So. Zum Wasser, okay. Die werden wohl kaum durch den Sumpf geritten sein, hoffe ich doch. Das könnte ansonsten sehr interessant für uns werden. Oh, ich höre Ertrunkene. Lasst mich in Ruhe, ich verfolge hier eine Spur, Mensch. Hat ganz andere Sorgen. Still. Kommen die jetzt echt bis hierher? Oh! Lasst mich in Ruhe. Und auf und auf und auf. Das ist ja Stufe 18. Leck, komm hier. So, darf ich jetzt wieder? So, wo sind die Spuren jetzt hin? Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Ja, waren ja auch zwei Leute drauf. Okay. Der Kreis wird mir wohl grob die richtige Richtung anzeigen. Das Schwert können wir mal wegpacken. So. Oh, Blümchen dürfen wir auch noch pflücken unterwegs. Das ist nett. Okay, was sind das für Kästen? Was sind das, Bienenkästen? Tatsächlich. Cool. So kommt man also auch an Honig. So. Also scheint hier ein Imker zu wohnen. Das finde ich ja sehr nett gemacht. Wo sind die Spuren hin? Ach, da. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir hier jede Menge Honig kriegen, wenn wir wollen. Ich merke mir das mal ganz kurz, weil vielleicht brauchen wir später mehr Honig. Ah ja, Imkerei Honig war ab, das sagt alles. Na gut, weiter hier den Spuren hinterher. Spuren? Ah ja. Die verschwinden manchmal recht zügig. Oder tauchen erst recht spät auf, ich weiß es nicht genau. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Da ist nochmal eine Spur. Wo geht's jetzt weiter? Jetzt sieht man wieder keine. Ach, da vorne. Ist das Pferd anscheinend gesprungen? Wohl eher nicht. Das ist aber keine Spur. Hier liegt doch tatsächlich was. Zerknülltes Papier. Der Tag, mein Liebchen, an dem du mir das Herz mit kühler Ablehnung brachst. Es muss ihm das Herz gebrochen haben, sich von diesem Lied zu trennen. So, also Rittersporn liegt doch tatsächlich eine Fährte. Hier sind nochmal Spuren und, ja, okay, vor uns sind noch welche. Glaube ich doch, dass das welche sind. Da geht's weiter. Okay. Hätten wir das vielleicht mit dem Pferd machen sollen, ich weiß es nicht. Ja, genau. Gut erkannt. Ja. Ist er hier im Zelt? Wahrscheinlich Banditen oder so. Ich setze meine Hoffnung auf das ewige Feuer. Boah, ohne Witz, hört mal auf mit eurem blöden Feuer, ihr seid so dämlich. Erinnert mich an eine gewisse Fernsehserie, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Das ist mit dem Feuer aber auch so eine Sache. Ach ja, den kann ich ja mal fragen.
Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Ich weiß nicht, ob das eine Frau war. Außerdem laufen wir gerade rechts und nicht links. Ich gucke aber trotzdem hier links. Er hat doch links gesagt. Er hat eindeutig links gesagt. Wieso muss ich jetzt hier rechts nach Spuren suchen? Also ist er doch rechts lang. Was für ein Bauer. Ja gut, von seinem Standpunkt aus wahrscheinlich sind sie links weiter die Straße lang geritten. So. Sieht aus, als würde es lahmen. Ja, das hat er ja auch ordentlich gehetzt, das Pferdchen. Ah, da liegt ein Ast, ich dachte gerade. Hallo Hirsch, Reh, Kuh, wie auch immer. So, ein paar Blümchen mitnehmen. Oh, da ist das tote Pferd. Das frage ich mich ja auch. Was ist los? Sag du's uns. Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja. Permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wo ist dieser andere Zugang? Bist du etwa neugierig? Das ist ein ganz normaler Tunnel, ein Fluchtweg, falls es Probleme gibt. Wir lassen da keine Fremden rein, geschweige denn zeigen wir ihnen den Tunnel. Und da, sei still. Was und da? Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Sehr gut. Danke. So mag ich meine Verbündeten. Kooperativ. So, also hinten ist der Kellereingang. Dann schleichen wir uns mal von hinten her rein. Ja. Können wir den. Hallo? Können wir aufmachen bitte? Sehr gut. So, bevor wir weitergehen. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Sprich an. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Mastkämpfen, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Pankratz, Viscount der Lettenhofe sein. Viscount, bitte, dich nennt doch jeder Rittersporn. Das, mein Freund, nennt man Pseudonym. Ich kann doch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen vollen Titel auf die Nase binden. Wenn du mich jetzt losmachen könntest. Wo geht's denn hier hoch? Hier? Ah ja. Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Jetzt hat er ihn auf einmal geknebelt. Aua, was mache ich denn? Mensch. Alter Schwede, der ist gut, der ist gut. Und ich sehe leider nicht sehr viel und ich blocke die ganze Zeit, aber es bringt tatsächlich nichts. Halt! Aufhören! Alter, nicht mal, das bringt dir den Strudeln. Ich habe das eigentlich geskillt, dass der dann ins Strudeln kommen müsste. Na, komm her. Hm.
So, das war's dann mit dir. So, mein guter Freund Rittersporn. Du hörst jetzt mal zu. Also, warum machst du uns nur Ärger? Wir suchen dich schon seit Stunden. Und du, Idiot, hast nichts Besseres zu tun, als wie mit Ciri durch die Gegend zu ziehen und dich gefangen nehmen zu lassen und dich dann hier auf irgendwelche Art und Weise durch die Gegend entführen zu lassen. Und wir müssen immer wieder alles gerade biegen. Der Wind heult. Schäm dich was, Rittersporn, schäm dich. Nun gut, wir lassen ihn frei. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Oh, okay. Ich denke, wir dürfen wieder als Ciri spielen. Okay, wir sind geflohen, das heißt, ich muss wieder laufen. Weil das sind auch verdammt viele, wenn man auf die Karte achtet. Reißt euch zusammen, Jungs! Hui! Hui! Oh, okay, da unten komme ich nicht lang. Aua, ist ja gut jetzt! Ich bin nur auf der Flucht. Lass mich doch mal. Gut, dass sie uns nicht alle gleichzeitig angreifen. Huch. Ich hätte da rufen müssen, ja. Ja. Huch. Oh Gott, wie sie den Kopf gerade verdreht hat. Ein bisschen verängstigend. So. Einmal das Schwert wegpacken. Jetzt sind wir nämlich, glaube ich, ein bisschen schneller. Es muss sein! Wir sind fast da! Ja, hier, macht mal keinen Schabernack hier. Ich renne nämlich einfach nur. Aua! Renn nur mal kurz hier vorbei. Okay, den muss ich wohl besiegen. Aua, Armbrustfuchsi. So, und den hier auch noch. Zack. Das war's dann mit euch. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Au!
Das muss zwicken. Ciri! Wow. Ciri? Verdammt. Nehmt diesen Mann fest. Aber sehr mutig von ihm. Das muss man ihm lassen. Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Genau. Der beste Teil ist der, als der Wächter dich über seinen Sattel wirft wie einen Mehlsack. Damit machst du ein Vermögen. Abwarten. Du wirst im Alter wohl griesgrämig. Ich bin nur besorgt. Um wen denn? Ciri? Hab ein bisschen Vertrauen, Geralt. Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Könnte man so sagen. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Ach, das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafeil ilain, ketmil foli. Gledif dorn ebteneit, bundro itne iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige.
Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Gern geschehen, alter Freund. Nun gut. Also wissen wir jetzt immerhin, dass Ciri sich in Luft aufgelöst hat. Mehr haben wir leider nicht herausgefunden. Huch, was können wir denn hier tun? Wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Okay. Vielleicht ist es ja was wert, man weiß ja nicht. Möge dein Bart frei und stark sprießen. Ja, das tut ja schon das ganze Spiel lang. Schön, schön. Ach, guck mal, den kann ich noch looten, den Kollegen da drin. Oder vielleicht auch nicht. Müsste ich da jetzt wieder durchs ganze Haus, um den zu looten? Ich glaube, das ist es mir nicht wert. Ah, komm, wir gucken es schnell an. So. Aber wahrscheinlich ist hintenrum wieder zu. Oh, ne, ist sogar noch offen. Na dann. Wenn ich wage, denn ich gewinne, ne? So, die Zwerge beklauen will ich natürlich nicht. Die haben sich hier unten so eine kleine Malerbude eingerichtet. Ich habe jetzt zwar vorne ein bisschen was rausgenommen, aber ich wollte jetzt nicht komplett leer räubern. Achso, das war hier hoch. Und vermutlich muss ich dann noch wieder hintenrum raus. Das wäre ein bisschen doof. Aber so scheint es zu laufen. So. Oh, doch, das hat sich gelohnt. Da war eine Rune dabei, die sind doch recht gerne gesehen. So, hier ein Becher, den will ich nicht. Ja, das ist alles Zwergenzeug hier, das brauche ich nicht. Okay, das ist die Blockade, die die hier haben. Die kann ich auch nichts kaputt machen. Also, gehen wir wieder. Halt. Gehen wir wieder. Gehen wir wieder. Ja. Schön, wenn Geralt mitspielt, so wie ich das gerne hätte. So, am Ende spielt nämlich er mit mir und ich nicht mit ihm. Hoch da, Geraldo. Tu es! Sehr gut. Okay, wir müssen also jetzt Richtung Gellige und hatten gerade Rittersporn noch versprochen, in der Stadt mal kurz bei ihm vorbeizugucken. Das können wir eigentlich mal machen, würde ich sagen. Dazu bräuchte ich einen Schnellreisepunkt und müsste jetzt wissen, wo diese komische Thymian-Dixie ist. Also quasi Rittersporns Bordell. Und genau, jetzt müssen wir das Gellige, Besuch den Wahrsager, Rennen. Achso. Und wir sind übrigens Level 18 geworden, das sollte ich vielleicht auch nochmal kurz berücksichtigen. Dijkstra in Passiflora, nee, das traue ich mich nicht. Kabarett, trifft Rittersporn, Rosmarin, genau, das machen wir. Quint, 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 Schlägerei, ja, das ist alles interessant und toll. Ach ja, wir müssen ja auch noch Vernon Roche helfen. Ja, das sollten wir dann vielleicht danach mal tun, bevor wir uns das Gellige aufmachen. Denn ich versuche tatsächlich, um diese 1000 Kronen rumzukommen, die ich bezahlen soll, um das Gellige zu kommen. Es erscheint mir nämlich sehr viel und das möchte ich einfach nicht bezahlen. Nur gut.